Die EU hat die Sanktionen gegen Russland erneut verlängert, die deutsche Wirtschaft ist zunehmend frustriert. Der ökonomische Preis für die Sanktionen gegen Russland ist hoch. Quelle: Kai Nietfeld, deutsche Presseagentur. Die Verluste europäischer Unternehmen durch die Sanktionen gegen Russland summieren sich nach Schätzung der deutschen Wirtschaft inzwischen auf einen dreistelligen Milliardenbetrag. Dass wir diesen hohen Preis dauerhaft zahlen, ohne dass es echte Fortschritte im Friedensprozess gibt, führt zu einer wachsenden Frustration in der Wirtschaft, sagte der Geschäftsführer des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, Michael Harms. Wir brauchen eine höhere Dynamik in den Verhandlungen.